Der Politikwissenschaftler Andreas Heinemann-Grüder vom International Center of Conflict Studies in Bonn warnt vor Putins perfider Strategie im Kampf gegen den Westen. Angesichts massiver russischer Probleme beim militärischen Feldzug gegen die Ukraine versuche der Kreml-Chef, den Westen zu schwächen, indem er Kriegsangst verbreite, Panik schüre und damit bürgerkriegsähnliche Zustände heraufbeschwöre. Im Gespräch mit Focus Online sagte Professor Heinemann-Grüder, Zitat, Russlands Materialschlachten im Osten und Süden führen nur zu begrenzten Geländegewinnen. Übrig bleiben verbrannte Erde und eine alte, schwache, radikal dezimierte und verängstigte Bevölkerung. Um sich aus dieser misslichen Lage zu befreien, habe der frühere Präsident Medvedev damit gedroht, die Ukraine könne von der Weltkarte verschwinden. Zitat, der Blick in den Abgrund soll auch den Westen zum Einlenken bewegen. Eine Welternährungskrise, exorbitante Gas- und Stromrechnungen, eine globale Rezession, neue Massenmigration und die Drohung mit dem Atomkrieg sollen den Bürgerkrieg in die europäischen Städte tragen, so Heinemann-Grüder. Russlands Machtelite nutze jede Schwäche, die der Westen zeige, und treibe mit Angstszenarien die gesellschaftliche Spaltung voran. Zitat, weder ein Gleichgewicht der Mächte noch ein Gleichgewicht des Schreckens prägen Russlands Modus operandi, sondern das Austesten von Grenzen, glaubt Heinemann-Grüder. Wegen der Unsicherheiten über russische Gaslieferungen und der stark gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser bereits vor radikalen Protesten in deutschen Städten gewarnt. Der Verfassungsschutz befürchtet, dass es im Herbst zu sozialen Unruhen kommen könnte. Die Sorge dahinter? Die Demonstrationen könnten, ähnlich wie bei den Protesten gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen, erst von Extremisten unterwandert und die Demonstranten dann gegen den Staat aufgehetzt werden.